JFT, just fair and direct. So, einen wunderschönen guten Nachmittag. Guten Nachmittag, Christoph. Wir haben uns gerade jetzt nicht kommunizieren können. Vorher, somit starte ich einfach erstmal durch. Hier ist nicht der Chris, sondern der Markus. Der Chris, der kommt später hinzu. Er bat mich jetzt doch spontan, das Webinar zu starten. Und somit mache ich das doch gerne und habe heute ja schon mehrfach darauf hingewiesen, dass der liebe Christoph Enslin heute zum Abend, fast Abend, nochmal online geht und ja sein Algo-Trading vorstellt, beziehungsweise das Algo-Trading vorstellt oder auch dazu nette Tipps und Tricks und Anregungen kundtut. Ich werde auch gleich zu ihm rüberschalten. Ganz kurz nur von meiner Seite der Risikohinweis. Legt euch dies Mitte durch. Achte bitte grundsätzlich darauf, dass er natürlich mit Stops arbeitet, dass er die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass er all das, was wir hier sagen, speziell der Christoph natürlich sagt, an Setups formuliert, gegebenenfalls vortradet, alles definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker JFT habt, dann wie gewohnt natürlich auf der Webseite von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch zum Broker beantwortet bekommen. So, und dann switche ich jetzt auch mal zum Christoph und mache ihn mal zum Moderator. Und mein lieber Christoph, ich werde dich auch gleich zum Organisator noch machen. Das hat folgenden Hintergrund, dass der Chris, der nachher dann gleich übernehmen wird, so eventuell so ein bisschen Probleme mit seinem Internet hat. Alles technisch diese Woche ein bisschen durcheinander. Und es kann sein, dass er da eventuell wegbricht, aber dann bricht das Webinar nicht ab, sondern du kannst einfach weitermachen, er kann sich wieder einloggen und dann ist alles im grünen Bereich. So, Christoph, du kannst den Ton jetzt theoretisch anstellen von deiner Seite und dann gucken wir mal, ob es jetzt klappt. Ja, das sieht gut aus. Hallo. Sieht das gut aus? Hallihallo Markus, schön, dich mal wieder zu sprechen. Wir haben uns, glaube ich, auch seit 2 Jahren nicht mehr gehört. Gehört und persönlich, wir sehen noch viel länger nicht, glaube ich, ne? Ja, richtig. Ja, gesehen das letzte Mal, glaube ich, vor Covid. Definitiv. Heute hat sich bei mir die große Frage aufgetan, bist du überhaupt noch in den Staaten? Und ich meinte, es war mehr oder weniger in der Mitte und du müsstest dann so 7 Stunden Zeitverschiebung haben oder was hast du? Ja, liegst du fast richtig. Ich bin in 6 Stunden Zeitunterschied weg und es ist so die Mitte zwischen Norden und Süden der USA, aber es ist ja, also von rechts nach links ist es rechts, also im Osten, in der Nähe der Ostküste, also Nähe. Ja. Genau. Ja, USA ist Nähe, ja, tauch mal schnell 1000 Kilometer. Ja, so ist es, genau. Sehr schön. Ja, den Bildschirm kannst du jetzt schon übernehmen. Wie gesagt, der Chris, der stößt später mit hinzu, aber es ist ja sowieso so, dass du ja erstmal deine Dinge vorstellst und ich bin jetzt auch am Anfang noch kurz mit dabei und wenn dann da Fragen kommen, werde ich sie weiterleiten, beziehungsweise wird der Chris dann irgendwann werden mal so einen heimlichen Wechsel machen. Also nicht wundern, wenn nachher die Stimme auf einmal anders ist. Ja, okay. Dann ist irgendwann kommt einfach eine andere Stimme rum, alles klar. Ja, und ja. Am Ende, da, ich meine, du siehst jetzt auch schon die Fragen. Ich habe dich direkt zum Organisator gemacht. Also wenn da was ist, kannst du ja natürlich auch selbst schauen. Ja, wie sagt der Chris, ist später mit. Ich wünsche dir viel Spaß, euch allen viel Spaß und ich bin erstmal noch ein bisschen im Hintergrund. Alles klar, danke Markus. Kurz, du siehst meinen Bildschirm schon, oder? Ich sehe dich und hallo, ich bin Christoph. Ja, wunderbar. Perfekt. Super. Ja, dann herzlichen Dank, Markus, für die nette Einführung. Herzlich willkommen an all euch Teilnehmer. Super, dass ihr am Freitagnachmittag noch so spät, lange nach um Freitag 1 macht jeder seins, hier euch reinschaltet. Ist super. Ich freue mich drauf auf die kommenden, sagen wir mal, 55 Minuten oder sowas. Ich versuche es wirklich um 18 Uhr auch, also bis 18 Uhr das Flugzeug wieder zu landen, damit wir alle ins Wochenende kommen. Und ich habe auch um 19 Uhr noch eine weitere Veranstaltung. Und deswegen ist es auch für mich wichtig, entsprechend pünktlich fertig zu sein. Sage ich aber nachher noch was dazu. Diese Veranstaltung, da könntet ihr mit dabei sein, wenn ihr wollt. Das sage ich dann gegen Ende nochmal was dazu. Erstmal hallo, ich bin der Christoph Enslin. Ich will mich ganz kurz vorstellen, denen, die mich noch nicht kennen. Viele von euch werden mich wahrscheinlich schon kennen. Ich bin 44 Jahre alt, aus dem Süden von Deutschland. Ich mache Börse seit 35 Jahren. Also ich habe mit 9 Jahren meine ersten beiden Aktien gekauft, eine Thyssen-Aktie und eine Lufthansa-Aktie. Die Thyssen-Aktie hatte sich damals dann nach 2-3 Jahren verdreifacht und
ihr könnt euch vorstellen, das hat mich dann an die Börse gebracht oder an die Börsenfaszination einfach angekettet, wie Industrieklebstoff. Da ist einfach, bin ich entsprechend dran hängen geblieben. Ich hatte verschiedene Stufen bei Banken und in der Treasury, in einer großen Stuttgarter Automobilmanufaktur. Und da bin ich irgendwann raus aus dieser Schiene, aus dem ganzen Forex Sales, Forex Trading, Forex, also Devisenmarkt, Risikosteuerung und so weiter, und habe 2010 meine eigene Firma gegründet, die MindfulFX, mit Firmensitz in Stuttgart. Und darin kümmern wir uns um alles, was AR-Trading angeht. Also wir programmieren ARs, wir unterrichten, wie man ARs programmiert und auch wie man dann ARs richtig verwendet. Ja. Das ist natürlich auch ganz wichtig, weil mit der Programmierung ist es ja nicht unbedingt getan. Und das tun wir seit über 10 Jahren, seit 2011 programmiere ich EAs und seit 2012 programmiere ich die auch für Kunden. Ungefähr, ich habe seitdem bestimmt über 2000 EAs programmiert für über 600 Kunden und natürlich mich selber. Und deswegen darf ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern in den nächsten paar Minuten, in der nächsten Stunde. Und ich hoffe, dass ihr da entsprechend viel mitnehmt, ja? Genau. Kurz zu mir privat. Das war beruflich, jetzt privat, damit ihr kurz wisst, was hinter dem Christoph steckt. Ich habe eine Frau und 5 Katzen und wir leben eben in North Carolina in der Nähe von Asheville. Das ist im Westen von North Carolina. Also, und das zeige ich euch auch gleich mal auf der Karte. Das ist North Carolina. Hier ist der Bundesstaat North Carolina, hat eine schöne Küste. Das sind wir aber nicht. Hier hat es Berge. Wir sind hier in den Bergen, hier ungefähr, hier an diesem Autobahnkreuz, ein bisschen weg davon. Genau, da liegen wir also so zwischen Florida und New York als große Landmarks, die wahrscheinlich so ziemlich jeder kennt, aus den USA. Genau, jetzt muss vielleicht an euch die Frage, damit wir ein bisschen aktiv, interaktiv werden. Schreibt doch mal bitte kurz in den Chat oder ich weiß nicht, ob euch der Chat zur Verfügung steht oder in die Fragen, von wo euch aus ihr zuschaltet, damit ich so ein bisschen weiß, dass ihr da seid, dass ihr hier mitmacht, weil ihr werdet am meisten von diesem Webinar auch natürlich haben, wenn ihr hier aktiv mitmacht. Deswegen schreibt bitte mal in den Chat, oder in die Fragen, was euch da zur Verfügung steht, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber schreibt doch mal rein, von wo ihr euch dazu schaltet, bitte. Die Fragen müsstest du sehen und das können natürlich die Kunden machen, okay. Und im Chat, glaube ich, könnte man auch schreiben. Also wichtig ist eigentlich immer so dieses Fragefeld da einfach reinschreiben, dann siehst du das. Das Fragefeld, okay. Alles klar, warte mal, da kommt schon einiges durch. Sauerland, Zürich, südlich von München. Bei Leipzig, Wien, München. Bitte? Wie bitte? Keiner deiner Nachbarn mit dabei. Also meinst du niemand aus Stuttgart oder niemand aus North Carolina? North Carolina. ja, genau, okay. Also Nordhessen, Göttingen, München, Wien, Zürich, Leipzig, Sauerland, München, Würzburg. Yes! Schauen wir einfach, yes, perfekt. Okay, wir sind aus yes auch dabei, perfekt. Also, gut, danke, dass ihr mitmacht, das ist spitze. So bitte auch weitermachen, Fragen senden und so weiter. Wenn ich irgendwelche Aufforderungen euch gebe zum Mitmachen, dann bitte auch entsprechend mitmachen. Dann macht es mir mehr Spaß, dann erzähle ich auch bessere Geschichten und ihr habt mehr davon, weil ihr mitmacht und weil ihr mehr von mir hört. So. Genau, also es geht heute grundsätzlich um das Picasso-Problem. Was ist das Picasso-Problem? Es hat nichts damit zu tun, nichts mit Malen, obwohl ich hier zumindest eine Zeichnung mal gemacht habe. Aber das Picasso-Problem ist folgendes. Wenn wir EAs verwenden, Expert Advisors, also Handelsroboter für MT4, MT5, machen wir gerne Backtests und müssen wir machen. Übrigens, Learning Nummer 1, wenn ihr euch einen EA zulegt, von wem auch immer,
niemals ungetestet mit den Standardeinstellungen aufs Chart stellen und dann damit traden wollen, okay? Ist für mich ein No-Go, absolutes Verbot, sondern es geht immer darum, wir müssen selber testen, wir müssen uns mit dem EA vertraut machen, sonst kaufen wir im Prinzip uns in eine Blackbox rein und haben, ja, und werden in den meisten Fällen wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Ich sage nicht, dass es überhaupt nicht möglich ist, mit so einem Ansatz Erfolg zu haben, aber ich gehe, also ihr habt langfristig mehr davon, wenn ihr euch da selber reinarbeitet und ja, einfach mit EAs umgehen lernt. Deswegen, Backtest ist immer der erste Schritt. Also wir schauen, wie hätte ein EA in der Vergangenheit funktioniert. Und da können wir uns wunderbar reich rechnen. Ja, die das schon gemacht haben, Backtests unter euch, ihr wisst das. Ja, wir schalten einen Backtest ein, wir optimieren und dann kommt da richtig was Supergeiles raus. Wir sind reich. Wir sind reich, weil das, wir wissen ja, wenn das der Backtest war, dann geht's genauso weiter, oder? Nein, so geht es in der Regel eben nicht weiter, sondern die Realität sieht dann nach so einem super genial, super duper Backtest eben in der Regel so aus, ja, dass wir dann uns aufs Echtgeldkonto vielleicht sogar schon begeben, vielleicht auch nur aufs Demokonto und mit dem EA, mit den Einstellungen, die wir gefunden haben, und dann geht es eben nur noch bergunter. Und das ist die Realität einfach, die habe ich jahrelang so erlebt am eigenen Leib, und irgendwann war ich total frustriert und habe diesen Comic-Strip gezeichnet aus kompletter Frustration. Er hat auch eine entsprechende Qualität. Ich habe meine Zeichnerkarriere dann gleich danach wieder an den Nagel gehängt. Aber dieses Stück, diese Strichfiguren, die sind eben geblieben, und ich habe die dann letztes Jahr mal in einem, ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum das Picasso-Problem heißt. Und ich habe die dann letztes Jahr mal in einem Spezialtraining, habe ich die ausgegraben und habe die gezeigt. Und da hat irgendein netter Teilnehmer geschrieben, hallo, also ich habe so gesagt, ja, es ist halt meine Zeichnung einfach und bitte vergebt mir für die Qualität dafür. Und er sagte dann so schön, einer im Chat sagt, er eben so schön, es sieht aus wie ein Picasso. Ja, und, war natürlich mit ein bisschen Ironie gesagt, aber netter Ironie, haben wir schön drüber gelacht. Und seitdem heißt dieser Sachverhalt, dass wir super Backtests haben und die Realität dann komplett anders aussieht, seitdem heißt die bei mir und all meinen Kunden und auf dem Blog und in meinen Coaching-Programmen und so weiter, heißt das Picasso-Problem. Und das gilt es zu vermeiden. Ja, das gilt es absolut zu vermeiden. Ich habe euch, für die meinen Blog heute gesehen haben, mit der Einladung für dieses Webinar, ich hatte euch einen Backtest gezeigt, und mit diesem neuen Turtles Basis EA, diesem Turtles EA, den wir in den letzten Wochen programmiert haben und den wir jetzt in einer After Work EA Challenge diese Woche, die letzten 3 Tage, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, in einer richtig heißen Gruppe auf Mark und Bein getestet haben und auch schon begonnen haben, ihn weiter zu entwickeln. Und damit ihr wisst, was es mit dem Turtles Trading auf sich hat, ich will jetzt mal nicht davon ausgehen, dass ihr das alle kennt. Deswegen erzähle ich euch jetzt mal kurz Einführung in das Turtle Trading. Ja, also Turtle Trading kommt aus den 70er Jahren. Das war ein Projekt eines Superstar Traders in Commodity Future Traders namens Richard Dennis. Der hatte einen Trading-Kollegen namens William Eckert, glaube ich, oder Eckert William. Ich glaube William Eckert. Und Richard Dennis hat gesagt, hey, wenn ich das kann, dann können das alle. Das ist lernbar, dieses Trading. Eckhart meinte, nee, ist nicht, du bist ein Supertalent, das kannst nur du, sonst niemand. Und dann haben die ein Projekt draus gemacht und haben rekrutiert, glaube ich, bis zu im Summe waren es nachher 23 Trader, die wenig mit dem Trading zu tun hatten vorher. Ja, waren teilweise komplette Quereinsteiger. Und die haben die mit Handelsregeln ausgestattet, mit dem technischen Know-how, wie man Orders platziert und so weiter am Futures-Markt in Chicago.
ja, heißeste Handelsplatz für Commodity Futures des letzten Jahrhunderts auf jeden Fall. Und haben sie mit Kapital ausgestattet, mit Handelsregeln und sie dann an Schreibtische gesetzt und mit dem Telefon versehen und dann durften sie traden. Und die Regeln, und da haben wir das Ergebnis, kurz mal vorab, die haben dann eine Gewinnbeteiligung bekommen von ihrem Trading. Und das Ergebnis war eben, dass sie im Prinzip alle zu Millionären wurden. Ja, über die nächsten 2, 3, 5, 10 Jahre. Und das, da könnten wir eben uns eben eine Scheibe von abschneiden und mal schauen, ob diese Handelsregeln, die damals gelernt haben, auch heute noch funktionieren. Ja, wäre doch nicht schlecht. Also schauen wir sie uns an. Es geht im Prinzip um 2 Donchian-Kanäle, sie hatten 2 Systeme, die sie gelernt haben, und ich erzähle euch jetzt das Einfachere davon. Das System S2 war das genannt. Und in diesem S2-System, da werden 2 Donchian-Kanäle verwendet. Donchian-Kanäle ist im Prinzip was komplett Einfaches, ein Indikator, den seht ihr hier in meinem Chart, der einfach nur abzeichnet, was waren der Höchstkurs und was war der Tiefstkurs der letzten x Perioden, der letzten x Kerzen. Ja, und ich habe hier den grünen Donchian-Kanal mit grün oben und grün unten. Das sind die letzten 55 Kerzen, also der Tiefstkurs und Höchstkurs der letzten 55 Kerzen. Und dann gibt es den roten Kanal hier, das ist der Höchst- und Tiefstkurs der letzten 20 Kerzen. Genau, und wir sind auf dem Tageschart. Und ich habe jetzt hier WTI genommen, weil die Jungs, ein paar Mädels waren auch dabei in Chicago damals, die haben eben Commodity Futures gehandelt. In den 70er Jahren, wenn ich es richtig weiß, gab es zum Beispiel noch gar keinen S&P Future, der heutzutage natürlich sehr, sehr Standard ist, sondern da gab es eben Commodity Futures, weil der Handel mit Getreide und anderen Kommoditäten und Edelmetallen ist natürlich schon viel, viel älter als jeder Aktienhandel. Und deswegen, und auch insbesondere der Terminmarkt. Genau. Und da, die Handelsregeln sind wie folgt. Ganz einfach. Wenn die längerperiodige Donchian-Kanäle, wenn die nach außen gedrückt werden, also wenn der obere nach oben gedrückt wird oder der untere, das passiert jetzt hier in diesem Chartausschnitt nicht, aber der untere, wenn der nach unten gedrückt werden würde durch ein neues Kurstief, dann sind das im Prinzip die Einstiegssignale. Nach oben drücken ist der Einstieg, ist ein Buy-Signal, ein Long-Signal, und im Drücken nach unten ist ein Short-Signal, ein Sell-Signal. Also Buy und Sell in Sachen Metatrader-Terminologie. Ja, Long heißt eben im Metatrader Buy und Short gehen im Metatrader heißt eben Sell. Bei beiden, bei 4 und bei 5. Und genau, und dann würde man hier einsteigen, also wir hätten eine Kerze, die das ganze Donchian-Kanal verbreitert, nach oben verbreitert, und dann würde am nächsten Open-Kurs, am nächsten Eröffnungspreis des nächsten Tages, würde eben eingestiegen hier bei hier Long. Und das hat jetzt hier, ich habe das hier schon mal einzeichnen lassen von einem EA, von unserem neuen EA, hat das gemacht, und dann Ausstiegsregel. Also es gab überhaupt kein Take-Profit, gar nichts, sondern nur Stop-Loss. Es wurde ein anfänglicher Stop-Loss gesetzt, der war abhängig vom Average True Range, also von der Volatilität dieses Werts. Zweifache Art 15-Tages-ATR wurde verwendet als ursprünglicher Stop-Loss. Der wurde hier nicht gerissen, aber es ging dann, und dann gab es die zweite Ausstiegsregel, war im Prinzip ein Trailing-Stop. Und der Trailing-Stop war der untere, also bei einem Buy-Deal, der untere 20er-Kanal, Donchian-Kanal, also das Tief der letzten 20 Tage. Und das wurde eben hier dann, wird hier gerissen an dieser Stelle, und deswegen wird hier ausgestiegen. Ja, ganz simpel. Hier hat es dann entsprechend einen Verlust verursacht und hier hat es entsprechend einen Gewinn verursacht. Ja, hier sind wir reingestiegen, sind long gegangen und dann, ja, lag die Position natürlich richtig dicke vorne bei diesem Februar-März-Rallye vom Öl. Aber der Donchian-Kanal ist im Prinzip nicht schnell genug mitgegangen, um wirklich hier von den maximalen Ausschlägen
profitieren zu können. Okay, kein Problem. Regeln sind Regeln. Wir handeln nicht, um jetzt einen einmaligen Kursausschlag zu optimieren, sondern um über Jahre hinweg, ja, über Jahre hinweg Einstellungen zu haben, Regeln zu haben, die uns helfen, Gewinne zu machen, langfristig. Genau, darum geht's. Also es geht hier nicht um Optimierung von jeder Kursbewegung, sondern um die Optimierung von langfristigen Ergebnissen aus einem bestimmten Satz an Handelsregeln. Das ist im Prinzip in a nutshell, also kurz zusammengefasst, die Handelsregeln, was die Turtles gemacht haben. Und daraus haben wir jetzt einen EA gebaut, um wirklich testen zu können, ja, haben diese Handelsregeln auch jetzt noch Gültigkeit im Sinne von, sind sie profitabel? Hier im WTI Crude, sind sie profitabel langfristig? Ich habe das mal über die letzten 10 Jahre getestet. Da ist auf jeden Fall ein Edge, da ist ein Alpha da, damit wir hier wirklich, lassen sich Gewinne machen mit viel Geduld, aber und natürlich auch Drawdown-Phasen, wie jetzt hier gesehen. Aber grundsätzlich geht es da Stück für Stück nach oben. Sind also, wundert mich auch nicht, ne, weil die Turtles haben damals mit Commodities gehandelt und dass es jetzt weiterhin auch noch mit Commodities grundsätzlich funktioniert, ist immer noch in dieser Standardeinstellung 55-20. Das ist einfach irre. Ja, das zeichnet eben das aus, dass an diesen Handelsregeln, dass die irgendwo die Marktpsychologie so abbilden, dass es eben auch heute noch funktioniert. Ne? Dass da an diesen Stellen, wo es solche Ausbrüche gibt, dass da eben so langsam wirklich Momentum aufkommt und immer mehr Leute hier vielleicht ihre Shorts eindecken müssen oder denken, sie verpassen was, wenn sie auf den Zug nicht aufsteigen, und dadurch kommt eben hier ein wirkliches, ein wirklicher Mehrwert zustande, wenn man danach handelt. So, und jetzt hatte ich euch, da gehe ich jetzt mal, also wir haben es für MT4 und für MT5 programmiert, diesen EA. Ich gehe jetzt mal in den MT4 und dort hatte ich euch einen Backtest gezeigt, habe ich den jetzt hier schon laufen lassen. Genau, ich hatte dieses Bild heute Morgen in meinem Blog gepostet, dieses Backtest-Ergebnis. Ja, bloß kurz, damit ihr wisst, wie ihr den verwendet, falls ihr noch nie mit dem Strategietester gearbeitet habt. Also ihr nehmt euch den EA, ihr speichert den ab im Demokonto, im Dateiordner. Da habe ich eine Installationsanleitung. Die könnt ihr im Prinzip befolgen. Und dann wird hier der EA ausgewählt in dieser Dropdown-Liste. Ja, diesen EA. Und dann das Symbol. Dann nehmen wir jetzt mal den DAX. Dann hier das Modell. Das ist, also wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann nutzt hier immer jeder Tick. Das Prinzip, das höchstqualitätige, das euch zur Verfügung steht. Und dann hatte ich hier mal für das letzte Jahr, für die letzten 12 Monate, also 2021 Juli 01 bis 2022 Juli 01, hatte ich hier mal getestet. Ich habe vorsichtshalber einen bisschen weiter als durchschnittlich vorhandenen Spread genommen, also mit 1,5 DAX-Punkten, mit 150 Punkten, MT-Punkten Spread in der Periode H1. Und also im H1 im Stundenchart, und dann kann hier der EA eingestellt werden. Ja, wir müssen bei diesem EA jetzt speziell, also im Backtest ist erstmal hier nur diese Spalte Wert relevant. So Anfangswert, Schritt, Stopp, kommen wir später noch, aber jetzt hier erstmal die Spalte Wert. Also ihr müsst bei meinen EAs müsst ihr immer mit der Risikoerklärung einverstanden sein, mit der Lizenzvereinbarung, die ihr separat bekommt jeweils. Und könnt ihr hier einstellen, die Einstiegsperiodik, ich zeige es euch mal eben, Standard, wenn ihr hier auf Standard klickt, kriegt ihr die, ne, wo ist er, genau, dann kriegt ihr hier die Standardeinstellung des EAs, und wie gesagt, niemals ungetestet die Standardeinstellungen verwenden, okay? Also das kann ich euch nur wirklich warm ans Herz legen. Genau, und also wir stellen hier True ein, jeweils, dann Einstiegsperiodik. Das, was ich euch gezeigt hatte vorher, waren eben 125,10. Hier mit anstelle 55,20 hat man 125,10. Der Timeframe war der Stundenchart, nicht der Tageschart, kann hier ausgewählt werden.
das Order Management können wir mal außen vor lassen hier für den Test. Und im Deal Management nehmen wir das Zweifache vom 15er ATR im Tageschart für den SL, für den initialen SL-Abstand. Und im Money Management, und da, das ist auch eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, lasst euch immer die Lot Size automatisch berechnen. Das haben die Turtles gemacht. Die haben also gewusst, was ist ihr Kursverlustabstand, also der Stop-Loss-Abstand. Wie viel Prozent von ihrem Kontokapital wollen sie einsetzen? Kann hier eingestellt werden. Die Turtles haben in der Regel 2 genommen. Ich hatte jetzt hier ein bisschen provokant in diesem Test 5 verwendet, würde ich aber nicht empfehlen, so viel aufs Spiel zu setzen, sondern maximal 2, vielleicht 3. Das wäre aber wirklich schon aus dem Fenster gelehnt. Also vernünftigerweise hier maximal eine 2 eintragen, dann habt ihr pro Deal immer weniger, also maximal eben 2% von eurem Kontostand, von eurem Konto Equity im Feuer. Genau. Und dann das können wir nochmal rauslassen hier. Achso, vielleicht das Letzte nicht. Mindestlots immer erlauben, bitte immer auf False stellen, nur in wenigen Ausnahmen auf True stellen, aber generell auf False stellen. Das bedeutet, wenn jetzt diese automatische Lot-Size-Berechnung eine Lot-Size berechnet, die unterhalb der Mindestlot-Size liegt, dann wird der Deal, dieses Deal-Signal einfach nicht gehandelt. Ja, das hatten die Turtles so gemacht, aus gutem Grund, weil du dann sonst ein höheres, wenn wir dann auf die Mindestlot-Size aufrunden würden, würden wir ein Risiko höher als eingestellt. Ja, vielleicht wären es dann 2,5 oder vielleicht manchmal auch 10%, das wir riskieren würden. Und deswegen, das schalten wir auf jeden Fall aus. Und dann kommt hier eben False raus. Ja, und das müssen wir hier mit False ausschalten. Und dann kommt eben raus, dass wir einen Deal, der im Prinzip ein zu hohes Risiko hätte, dass wir den einfach nicht handeln. Ja, so. Und jetzt, das lassen wir mal durchlaufen. Hier mit 2%. Ich hoffe, das läuft relativ schnell durch. Genau, dann würde hier eben auf Start gedrückt werden und dann geht der grüne Balken von links nach rechts und dann kommt hoffentlich bald ein Ergebnis raus. Genau, und da ist es. Und dann kommt eben dieser Backtest raus. Ich habe es jetzt mit 2% statt mit 5% gerechnet. Deswegen ist entsprechend weniger hier an Endkapital da. Übrigens, vielleicht geht es ganz kurz durch. Der Ergebnisreiter, da seht ihr alle Deals einzeln aufgedröselt. Also am 7.7. 21 Uhr fand der erste Deal statt. Das war ein Buy. Der wurde mit 0,6 Lots gehandelt. Zu dem Preis hier eingestiegen. Dann wurde im gleichen Tick noch der SL modifiziert. Der wurde dann eingetragen in diesem Deal. Gut, das ist der Notfall-SL. Und dann kam irgendwann später, 7.10 Uhr am nächsten Tag, das Close durch den anderen Donchian-Kanal, durch den gegenüberliegenden Donchian-Kanal. Ja? Und dann ging es an dem gleichen Tag dann noch später weiter, Sell, die SL Übertragung und dann wurde hier geschlossen am nächsten Morgen und so weiter. So geht das dann runter, weiter runter mit allen Deals. Alle Deals, diese Deals hier, diese Gewinn, bzw. diese Kontostandspalte ist dann grafisch abgezeichnet hier im Diagrammreiter und die sollte natürlich, wenn möglich, von links unten nach rechts oben gehen. Dann sagen wir mal, ist es für uns interessant, ne? Das wollen wir haben. Und hier im Bericht seht ihr dann so ein paar Statistik-Auswertungen. Hier zum Beispiel den Gesamtprofit, also so 1.000 auf 10.000, gute 10% hier mit, also gute 10% Gewinn mit gut 4% maximalem Drawdown. Scheint ein ganz gutes Verhältnis zu sein von Gewinn im Vergleich zum Risiko, das dieses Modell mit sich bringt. Ja. Also erstmal eigentlich ganz gut, sieht wirklich vielversprechend aus, aber jetzt ist natürlich die Frage, ist es prognosefähig? Kann uns dieser Backtest vom letzten Jahr, kann uns der weiterhelfen, also im Prinzip das Picasso-Problem zu lösen? Ja, ist das jetzt wieder so ein Backtest, der dann dahingehend endet? Oder ist das ein anderer Backtest, der wirklich was Gutes hier nach sich zieht? Und das können wir es nie mit Sicherheit sagen, ja, aber es gibt
Methodik, und die führe ich euch jetzt ein bisschen ein, mit der ihr, also quasi Crashkurs, mit der ihr da mit guter Wahrscheinlichkeit was Gutes findet, also auf was man sich einigermaßen lange verlassen kann. Ja, und genau, und da dieser zweite Schritt ist jetzt, und wenn ihr nur das mitnehmt von heute, dann habt ihr schon einen riesen Fortschritt gemacht, weil die meisten von, das größte Problem ist, dass wir die Daten nehmen, die uns zur Verfügung stehen. Sagen wir mal, im DAX haben wir vielleicht hochqualitative CFD-DAX-Daten, sagen wir mal, für 8 Jahre oder vielleicht für 10 Jahre, je nachdem, was unsere Datenquelle ist, vielleicht auch mal 15 oder sowas. Aber wenn wir dann optimieren, also das beste Ergebnis raussuchen, was möglich gewesen wäre in dem ganzen Zeitraum, dann kommst du immer auf den Holzweg, dann kommst du immer ins Picasso-Problem. Und das musst du dir auf jeden Fall abgewöhnen, den gesamten Zeitraum, der dir zur Verfügung steht, zu testen. In einem, ja, sondern wir gehen da Stück für Stück vor. Also wir haben uns jetzt hier eine Jahresscheibe rausgeschnitten, ja, die letzten 12 Monate, und jetzt gehen wir, sagen wir mal, nochmal 3 Jahre zurück. Das mache ich ganz gerne, so gehe ich in der Regel vor. Ein Jahr mein Haupttest, mein sogenannter In-Sample-Test, das ist meine Stichprobe. Sample auf Englisch ist statistisch, also der statistische Ausdruck für die Stichprobe einer statistischen Auswertung. Und dann gehen wir hier eben auf eine andere, eine größere, quasi für den ersten Test unbekannten Teil der Grundgesamtheit an Daten. Und nehmen wir hier jetzt mal 3 Jahre und lassen das durchrechnen und schauen uns an, ja, was wäre gewesen, wenn wir dieses, was wir in dem Sample-Bereich, also in der Stichprobe gefunden haben, was wäre gewesen außerhalb der Stichprobe. Und das ist dann für uns schon mal, also die Hypothese ist dann, wenn wir was entwickelt haben, was in einem Zeitraum gut funktioniert, was dann auch in einem anderen, möglichst längeren Zeitraum auch noch funktioniert, dann haben wir was gefunden, was wir robust nennen. Oder ist zumindest das erste, allererste, sehr, sehr wichtige Anzeichen, dass wir was Robustes gefunden haben, sprich was hoffentlich prognostischen Charakter hat, was also in Zukunft hoffentlich auch noch funktionieren wird. Das ist im Prinzip die Hypothese dahinter. Wie gesagt, es geht um Wahrscheinlichkeiten, wir werden dann nicht 100% richtig liegen, aber das ist der allerwichtigste Schritt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hier rauskam. Und da sehen wir schon, okay, also es war nicht ganz so schlecht, also es ging nicht rabiat nach unten, zumindest nicht insgesamt, sondern es ging zumindest in einer großen Phase mal richtig nach unten. Ja, war wahrscheinlich, was war das, ein Zeitraum, wo eben diese Handelsregeln so eingestellt eben überhaupt nicht funktioniert haben. Hier die Post-Covid, also Covid scheint ganz gut gewesen zu sein, aber Post-Covid war überhaupt nichts Gutes hier dabei. So, das ist jetzt mal die erste Aussage, die ich euch sagen will. Also das ist vollkommen in Ordnung, weil die meisten Tests, die ihr irgendwann mal machen werdet, die werden in einem nicht robusten Zustand landen. Und ich zeige euch jetzt aber, ein Beispiel, wie man jetzt mit dem Turtles-Ansatz, jetzt hier mit dem EA, auf einen positiven Ansatz kommen, den wir dann auch zumindest mal im Demokonto und hoffentlich auch im Echtgeldkonto später nutzen können. Kleinen Moment, ich muss was trinken. So, also und dazu gehen wir jetzt mal im MT5, dann seht ihr auch mal, wie der MT5 funktioniert. Im Backtester, der Strategietester, das sieht da ein bisschen anders aus. Und genau, und ich rufe den hier mal auf. Also ich habe den hier mit Steuerung R aufgerufen. Ja, ihr könnt den über Ansicht Strategietester könnt ihr den aufrufen. Ja, oder eben Control Steuerung R. So, und da ist jetzt eine ganz andere Startseite erstmal. Und die könnt ihr im Prinzip auch wegklicken, aber ihr könnt sie auch nutzen. Zum Beispiel hier jetzt mal mit einem, also entweder ein Einzeltest, das wäre dann
quasi das, was wir im MT4 gemacht haben, oder aber zum Beispiel mit einer vollständigen Optimierung. Und das zeige ich euch jetzt. Ich zeige euch jetzt, wie man so eine Optimierung durchführt. Auch im gleichen EA, also gleich in Anführungsstrichen, das ist die EX5-Version, also die MT5-Version dieses EAs, dieser Basis Turtle EA. Und das ist jetzt bei Pfund Yen auf dem H1-Chart. Und den habe ich das Symbol hier. Hier kann man klicken. Hier kann man also den Spread, den Test-Spread kann man im MT5 so einstellen, dass man hier drauf klickt und dann hier den Spread einstellt. Da steht hier in der Regel, zumindest bei JFD-Demokonten, steht hier schwebend. Und das müsst ihr überschreiben mit einer Zahl, die eben passend ist. Bei Pfund Yen 20 Punkte, also 2 Pips, ist meines Erachtens angemessen. Wir können uns das mal kurz anschauen. Das sind MT4-Punkte oder MT5-Punkte. Hier sehen wir, der übliche Spread sind so 12, 13, kurz geht auch mal unter 7 runter, mal bis zu 5 unten. Aber so in der Regel so um die 10, 12, würde ich mal sagen, im Schnitt. Und das ist bei Yen-Paaren natürlich 12-mal die letzte Nachkommastelle. Ja, also 0,012. Das ist der Spread zwischen Bid und Ask. Und mit dem, ich nehme bei, insbesondere jetzt hier, wenn geht es um Trendfolge, es geht um Ausbruchmodelle, da würde ich immer ein bisschen einen größeren Spread, mit einem größeren Spread testen, als er üblich ist. Ja, weil es da immer Slippage gibt, sprich die Ausführungsqualität, selbst bei so einem Top-Broker wie JFD, ist einfach Marktslippage an solchen Stellen, wo der Markt ausbricht. Da ist einfach Realität, dass da die Liquidität sich ausdünnt und wir deswegen eventuell schlechtere Ausführungen bekommen. Nicht immer, aber wir müssen das zumindest simulieren hier. Ja, und das tun wir, indem wir, ich nehme immer ganz gern einen doppelt so großen, ungefähr einen doppelt so großen Spread wie durchschnittlich der Fall. Genau. Und dann testen wir jetzt hier, machen wir hier auch mal erstmal diese In-Sample, also die Stichprobenscheibe mit dem letzten Jahr. Vorwärtstest, Verzögerung können wir erstmal rauslassen. Modellierung stellt bitte mal auf ein One-Minute-OHLC ein. Das ist für dieses Modell gut genug und läuft sehr, sehr schnell. Es ist, jeder Tick wäre noch besser, aber da dauert diese der Optimierungslauf zu lange. Und hier jetzt in diesem Fall für diesen EA ist One-Minute-OHLC eine sehr, sehr gute Annäherung. Und dann eben hier bei Optimierung den langsamen, vollständigen Algorithmus auswählen und dann als Optimierungsziel jetzt nicht den Fehler machen, das ist Fehler Nummer 2, den die meisten Neulinge machen im Bereich EAs. Hier, ihr macht auf Balance Max oder erwartetes Ergebnis oder Profit Factor Max. Die sind verlockend, aber wir denken immer in risikoadjustierten Erträgen und das drückt eben das Sharpe Ratio aus im MT5. Ist das schon mit eingebaut? Im MT4 nicht. Da müssen wir im Prinzip nach Gewinn sortieren, nach Balance Max, also nach höchstem Kontostand. Aber und dann nachher im Prinzip manuell gucken, was war da der Drawdown, der dagegen stand. Und so kommen wir dann auch auf einen risikoadjustierten Ertrag. Genau, aber hier beim MT5 super ist das schon eingebaut, so ein risikoadjustiertes Maß. Und dann müssen wir natürlich hier in den Eingaben, das ist dann hier, sieht ein bisschen anders aus, hier in den Eingaben werden wir dann können, und jetzt kommt's auf diese 3 Spalten Anfangswert, Schritt und Endwert. Ja, und wir testen im Prinzip, wir optimieren oder in der Optimierung ist nichts anderes als mehrere hunderte, tausende von Testläufen hintereinander zu machen mit folgenden Ausprägungen. Also hier zum Beispiel die Einstiegsperiodik machen wir 55, dann testen wir sie 20 Schritte höher, 75, dann nochmal 20 Schritte höher, 95, bis eben 300 erreicht ist. Ja, und ich starte nur hier, der rechnet ein bisschen, ich starte hier schon mal diesen Test und erkläre, ach nee, den habe ich noch in, okay, ich dachte, der dauert länger, aber ich habe den vorher schon mal gemacht, deswegen, okay, ich hätte den jetzt laufen lassen und dann hättet ihr den sehen können oder dann weiter erklärt, aber jetzt erkläre ich trotzdem weiter. Also normalerweise dauert er jetzt ein paar Minuten. Und genau, und jetzt erkläre ich euch noch, was es damit auf sich hat. Die Ausstiegs
Periodik dann genauso. Also ihr müsst hier jeweils ein Häkchen setzen, das, was optimiert werden soll, und dann wird das hier einstellbar. Ja, hier diese Anfangswert, Schritte, Endwert. Und ich will eben dann auch noch die Ausstiegsperiodik testen zwischen 10 und 30 und in 10er Schritten und eben den Timeframe von 1 Stunde auf 4 Stunden mal testen. Also in meinem Originaltest würde ich hier auch mal auf einen Tag, bis auf einen Tag hochgehen, aber ich wollte es jetzt schneller durchlaufen lassen, deswegen hier also 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden wird dann getestet. Genau. Für alles andere, was hier nicht Anfangswertschritte endwertmäßig eingestellt ist, gilt die Spalte Wert. Ja. Auch für die Optimierungsläufe. Und da nutzen wir hier wieder das ist Zweifache vom ATR, vom 15er ATR auf dem Tageschart und genau, haben jetzt mal wieder mit 1% die Risiko das Ganze im Money Management eingestellt. Und dann kriegt ihr diese Tabelle in der Optimierung. Als erstes die Durchlaufnummer. Also ja, wir haben jetzt so und so viele Durchläufe gemacht, Testdurchläufe, und die kriegen halt eine laufende Nummer. Und dann das Ergebnis. Und wir haben nach Sharpe Ratio auf Sharpe Ratio optimiert. Und da seht ihr hier, dieses Ergebnis ist auch gleichzeitig das Gleiche, was hier rechts steht in der Spalte Sharpe Ratio. Also eine Kennzahl, die den risikoadjustierten Ertrag ausdrückt. Je höher, desto besser. Unter 0 haben wir Verlust, unter 1 ist es so lala, alles über 1 ist richtig gut. Man hat auch nichts mit dem Profit-Faktor zu tun, obwohl es immer in gleichen Größenordnungen sich in der Regel stattfindet. Und also deswegen das nicht verwechseln, Sharpe Ratio ist was anderes als der Profit-Faktor. Und könnt ihr übrigens hier, falls das bei euch noch nicht eingezeichnet wird, hier einfach mit Rechtsklick auf die Tabelle und dann hier Sharpe Ratio klicken und dann wird das mit angezeigt. Genau, also haben wir hier verwendet und jetzt gucken wir mal, was hier sich gut ausgegangen hätte. Also wir haben einen Gewinn, also diese Einstellung sehen wir dann hier, 255,10 im 1-Stunden-Chart hätte 489 Gewinn gemacht in diesem Zeitraum mit 64 Trades, 7,64 Euro pro Trade mit einem Rückgang, Gesamtrückgang von 2,01% über diesen Einjahreszeitraum. Ja? Genau, und jetzt, den nehmen wir einfach mal. Das ist der beste hier nach Sharpe Ratio. Den nehmen wir jetzt einfach mal und gehen Rechtsklick irgendwo hier auf die Zeile und klicken dann einzelnen Test starten. Ja? Und dann sollte der, also was dann passiert, dann sollte jetzt sofort, genau, also der läuft schon hier der Test und wir sehen hier, der läuft auch dann entsprechend schnell, nur ein paar Sekunden. Und dann geht hier ein Chart auf, wo alle Deals angezeigt werden. Das ist auch ziemlich schick beim MT5, dass das im Prinzip so uns gleich mit angezeigt wird. Genau, und dann haben wir Folgendes. Dann haben wir, ich checke nochmal, also es sollte dann bei Eingaben entsprechend diese Werte, die wir ausgesucht haben, übernommen worden sein. Ja, und siehe da, 255,10 eine Stunde ist auch wirklich übernommen worden von dem, was wir hier ausgewählt hatten. 255,10 eine Stunde. Nur mal zum Checken. Ne? Das ist immer gut mal zu überprüfen, was der Computer macht. Und dann haben wir hier im Prinzip das Gleiche, was im MT4 der Berichtsreiter war, ist hier der Backtest-Reiter. Nur, dass hier nochmal deutlich mehr Statistik Werte uns zur Verfügung stehen, nicht nur der Rückgang Equity 2,01%, sondern auch nur der Kontostand betrachtet und eben das Sharpe Ratio und noch ein paar andere Kennzahlen und dann noch ein paar ganz schicke Auswertungen hier nach Tageszeit und Wochentag und Monat und dann noch hier solche auch im Prinzip Risiko und Haltedauer und so weiter, Risiko- und Ergebnisverteilungsgraphen, die lassen wir jetzt mal aus. Aber genau, also es ist insgesamt deutlich schicker, deutlich mehr Auswertungen möglich im MT5. Deswegen empfehle ich den auch gerne. Und jetzt schauen wir uns das Diagramm mal an. Okay, das ist dann muss ja auch gut sein. Wir haben mal optimiert auf über diesen Zeitraum. Also nicht wundern oder nicht reich rechnen schon, sondern wir haben optimiert und dann muss der Graph ungefähr so aussehen. Ja, absolut von links unten nach rechts oben. Und jetzt kommt natürlich die Gretchenfrage: Funktioniert das auch in der 3-Jahres-Validität?
Validierung. Also man macht, geben hier wieder dann einen anderen Zeitraum ein und rechnen mal, ja, stoßen den Test wieder an. An den Eingaben haben wir nichts geändert, ist immer noch auf 255, 10, eine Stunde. Und dann kriegt man hier wieder unsere neuen Ergebnisse. Wir sehen hier schon, oh, da, das hat nicht so gut funktioniert. Also wir haben unterm Strich in den 3 Jahren einen Verlust gehabt, entsprechend ein negatives Sharpe-Ratio. Und dann dieses, das können wir uns das Diagramm anschauen, also den, die Equity-Kurve, die Kontostandskurve. Und die sieht auch, wie vorhin eigentlich beim DAX, eigentlich nicht so schlecht aus, aber hat natürlich hier diesen großen Drawdown-Zeitraum. Ja, und welcher war das? Das schauen wir uns, dann mal eben als nächsten Schritt an. Das war von ungefähr Anfang August 2020 bis ja, so Anfang Mai 2021. Interessanterweise ein ähnlicher Zeitraum, wo es beim DAX-Modell nicht so gut funktioniert hat. Da muss wohl wirklich der Markt, das wissen wir ja, nach Corona war der Markt ja komplett in anderen Gefilden, die so noch nie da gewesen waren. Und, oder vielleicht waren wahrscheinlich schon, aber nicht in unserer Lebenszeit und nicht in unserer Börsenzeit. Und genau. Und jetzt können wir als nächsten Schritt machen, diese schlechte Phase uns mal anzuschauen. Wir können doch vielleicht, wenn wir in dieser schlechten Phase hier eine Einstellung finden durch eine Optimierung, die gut funktioniert hätte, das ist jetzt auch wieder eine Hypothese, vielleicht finden wir dann was damit, was in anderen Zeiträumen auch gut funktioniert. Ja? Schauen wir es uns an. Also gehen wir in die Einstellungen, gehen wir wieder in die Einstellungen und gucken uns jetzt hier mal an von 2020 August bis 21 Mai, Anfang Mai. Und jetzt müssen wir hier wieder die Optimierung aktivieren. Alles andere kann gleich bleiben nach Sharpe Ratio. Gehen wir in die Eingaben und optimieren hier wieder, ja, machen hier wieder unseren Optimierungslauf. Die, nehmen wir die exakt gleichen Einstellungen und lassen das mal starten. Genau. Und dann sehen wir, jetzt hat er das natürlich nicht mehr in seinem Speicher drin, aber sehen Sie, insgesamt wird es ungefähr 2 Minuten dauern. Die Zeit nehme ich, um mal ganz kurz einen Schluck zu trinken und dann gucke ich mal, ob ihr zwischenzeitlich Fragen habt. Wie liegen wir in der Zeit? Ich glaube, wir kriegen so gut wie alles hin, was wir hinkriegen wollen. Genau. Wie geht's euch denn? Alles gut? Kann ich hier die... Ah ja. Fragen sind, sehe ich gerade noch keine. Okay. Schreibt es einfach rein, wenn ihr Fragen bekommt. Ist es spannend für euch? Lernt ihr was dazu? Sagt mal kurz, während das läuft. Schreibt mal ja oder nein. Am besten ja, das würde mich freuen. Aber schreibt mal in die Fragen rein. Irene schreibt ja, sehr interessant. Lars, super. Was gibt's noch? Also mir zwei Leuten gefällt, das freut mich. Dann habe ich meine Mission schon erfüllt heute. Maria, sehr gut. Ja, danke schön. Der Jan, klasse. Super, dass ihr mitmacht. Danke. Dann, wie gesagt, macht es mir mehr Spaß, macht es euch mehr Spaß und ihr habt mehr davon. Super. Ja, passt, der Christian. Klasse. Okay. Dann, jetzt ist das durchgelaufen und jetzt haben wir hier eine neue Ergebnistabelle entsprechend. Und hier, ja, können wir jetzt das Ganze wieder durchschauen, was hier so Sache ist, was hier gut gewesen wäre. Und ich habe ja schon mal vorgearbeitet und ich habe mir mal ein paar angeschaut. Und das wäre jetzt im Prinzip eure Aufgabe, diese Durchläufe, all das mal Stück für Stück durchzugucken und auf Validität, also auf außerhalb des Stichprobenzeitraums, out of sample, gegen zu testen, was hätte hier gut funktioniert. Und ich picke jetzt diesen Durchlauf hier raus, weil ich von dem weiß, dass er gut funktioniert. Aber das ist eben dann die Iteration. Die anderen könnten auch gut funktionieren. Das müsstet ihr im Prinzip dann Stück für Stück mal durchtesten. Ich picke jetzt diesen hier raus, weil er, ja, genau,
weil ich eben schon ein bisschen mehr weiß als ihr. Der erste gefällt mir übrigens nicht so gut, weil er hier einen relativ hohen Drawdown hat im Vergleich zu allen anderen. Deswegen hätte ich den auch nicht unbedingt verwendet. So, und dann gehen wir hier mal drauf, klicken wieder, also mit Rechtsklick, nehmen Einzeltest starten und dann rechnet er kurz und dann kriegt man natürlich wieder ein gutes Diagramm. Klar, wir haben ja über diesen Zeitraum optimiert, aber jetzt haben wir plötzlich mit diesen Einstellungen 295, 30 auf dem H2-Chart haben wir jetzt hier 295, 30 H2, haben wir jetzt plötzlich, wo wir vorher Verlust hatten, haben wir jetzt plötzlich Gewinn. Schon mal ein gutes Anzeichen. Aber wir wissen natürlich jetzt noch nicht, war das auch wieder bloß in diesem Zeitraum der Fall oder andersrum oder anders, ne? Und deswegen machen wir jetzt hier mal die Gegenprobe und ich schalte jetzt hier gleich mal auf einen 10-Jahrestest, 2012, ich gehe mal auf den Juli wieder, bis 2022, 0701. Und jetzt ist hier die Optimierung wieder deaktiviert, gut, weil wir jetzt ja nur einen Einzellauf machen, einen Einzeltestlauf. Und damit kommen wir hier entsprechend auf ein Ergebnis. Während das hier läuft, jetzt ist die Laufzeit länger hier, der Zeitraum, entsprechend dauert auch der Durchlauf ein bisschen länger. Ich sehe hier gerade eine Frage war, gibt es eine Aufzeichnung? Ja, die wird es geben. Bernhard, die wird es geben, genau. Und super, du machst Coaching mit EAs, klasse, interessant. Habe ich auch ein EA im Verkauf, der profitabel funktioniert? Komme ich gleich drauf? Danke, Wolf, für die Frage. Komme ich gleich drauf? So, genau. Und genau, jetzt schauen wir uns an. Die große Frage, Trommelwirbel, Diagramm. Boah, super. Das ist doch wirklich eine Einstellung, die jetzt auch wirklich über 10 Jahre lang gut funktioniert hat. Ja. Und also wir haben jetzt, und das ist, ich will es euch jetzt zeigen, also ihr sagt jetzt vielleicht, ja, über 10 Jahre, wir haben ja 20% Gewinn gemacht oder 25%, ist doch lächerlich. Aber das ist genau, was ich euch hier auch mitgeben will in diesem Webinar. Habt realistische Erwartungen. Ja, ein EA ist keine Gelddruckmaschine. Wenn ihr jetzt zum Beispiel der Weltmeisterschaft zuschaut, der Forex-Weltmeisterschaft oder der Commodity-Weltmeisterschaft, da sind natürlich Leute dabei, die handeln mit EAs, ist einer der Top 5 bei der Forex-Weltmeisterschaft zum Beispiel, der ist einer meiner Kunden, der EA, mit dem er handelt, ist von mir. Also ist von ihm gedanklich, logisch und ist von mir programmiert und er ist dann in den Top 5 dabei. Er weiß aber natürlich selber, dass so wie er ihn aktuell eingestellt hat, ist das Risiko höher, als er ihn mit eigenem Geld, also mit eigenem großen Geld einsetzen würde. Ja, sondern im Prinzip alle, die bei solchen Börsenspielen oder Weltmeisterschaften oder sowas mitmachen, die werden so vorgehen. Alle, also nicht nur dieser eine, sondern alle, sondern die sagen, okay, wenn ich hier einmal alle 5 oder 10 Jahre raussteche in den Ergebnissen, weil ich eben größer als normal zulässiges Risiko gewählt habe, aber halt ein Jahr lang Glück hatte, ja, das gibt solche Phasen, dann stehe ich hier groß im Rampenlicht. Ist auch vollkommen in Ordnung grundsätzlich. So, das ist halt die Welt, ja. Aber grundsätzlich, wenn du langfristig handeln willst und gute Chance-Risiko-Verhältnisse bekommen willst, dann solltest du dir pro EA, ich sage pro EA, ja, nicht mehr als irgendwo 5-6% im Jahr erwarten. Pro EA-Setup. Und dir dann aus mehreren EAs dir ein Portfolio zusammenbauen. Ich kriege die Frage immer wieder, ich will so und so viel Ertrag machen, welchen EA soll ich verwenden, welches ist der Beste? Es gibt keinen Besten, sondern das Beste ist, dir ein Portfolio aufzubauen, Stück für Stück mit realistischen Erwartungen. Wenn du so einen Backtest machst, also ich 5.000% dir Gewinn gemacht hätte im letzten Monat, dann kannst du ziemlich sicher davon ausgehen, dass er dir Verlust machen wird, wenn du ihn jetzt aufs Live-Konto schaltest. Und
Genau, deswegen habe realistische Erwartungen bei solchen Backtests und teste In-Sample und Out-of-Sample. Also teile deine verfügbaren Daten auf in Stichprobe und Nicht-Stichprobe. Und für alle die, die es noch nie mit EAs gearbeitet haben, hier nur eine ganz kurze Anleitung, wie man so einen EA dann einsetzen würde. Ich mache hier zum Beispiel jetzt im Fundjen ein neues Chart auf. Gehen wir auf den 2-Stunden-Chart, weil ich den ja beobachten will. Nutze hier im Navigator, ziehe mir aus Experten diesen EA heraus, Turtles Basis aus der Afterwork EA Challenge und klicke hier Algo Trading erlauben im Allgemeinen und bei Eingaben gebe ich jetzt hier mit Risiko einverstanden ein, mit Lizenzvereinbarung einverstanden und dann gebe ich hier meine Periodik ein. Ne? 295 will ich einsteigen, bei 30 will ich aussteigen, als Timeframe wähle ich 2 Stunden aus. Hier ist jetzt der große Unterschied. Hier kann ich im Order Management noch einen Maximalspread eingeben, der für den Normalhandel, also für den Live-Handel gilt, für den Backtest nicht, dieses Feld. Und hier kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich will bis maximal 15 Punkten Spread will ich ausgeführt werden. Wenn er drüber ist bei Signal, dann warte bitte paar Ticks ab und setzt dann das Signal um, wenn der Spread, sagen wir mal, normale Gefilde hat. Du kannst ja auch 20 eingeben oder sowas, ja. Dann nehmen wir das Zweifache vom 15er Tages-ATR, haben auf jeden Fall die Lot-Size-Berechnung automatisch an und nehmen wir jetzt zum Beispiel das 1% Deal-Risiko vom Equity, ja, pro Deal. Und die Mindestlots immer erlauben auf False stellen. Dann klicke ich auf OK und dann, okay, jetzt kriege ich hier eine Fehlermeldung, weil das ist eine Testversion von diesem EA. Das ist keine Fehlermeldung, sondern einfach eine Meldung. Das ist eine Testversion von dem EA, die noch bis Dienstag lizenziert ist und man dann upgraden kann. Genau. Aber das ist das. Und jetzt läuft der. Ne? Also das war bloß eine Info für mich. Und jetzt läuft der und wird bei dem nächsten Signal eben entsprechend agieren. Du könntest dir dann, also der EA zeichnet keinen, und das machen die wenigsten EAs, zeichnen keine Indikatoren in den Chart ein. Deswegen müssten wir uns das jetzt hier noch einstellen. Wir nehmen den Donchian Channel, zum Beispiel 295. Das ist jetzt der Einstiegs-Donchian. Dann mache ich den mal grün. Auf beiden Seiten. Die Mittellinie brauchen wir nicht. Die stelle ich mit None ein und dann habe ich hier entsprechend den Donchian eingezeichnet und kann das mitverfolgen, wo jetzt hier der nächste Deal stattfinden würde. Ja. Und genau, das und damit läuft jetzt der EA, solange der EA auf diesem Chart ist, solange der MetaTrader offen ist, solange der Computer an ist und solange eine Verbindung übers Internet mit dem Broker, also du ins Konto eingeloggt bist, jetzt hier ein Demokonto, bis so lange halt, dass du da eingeloggt bist und Internetverbindung da ist und so weiter, dass dann läuft dieser EA. Genau, so. Also bitte, was ihr mitnehmen solltet von heute auf jeden Fall, so vermeidet man das Picasso-Problem. Habt realistische Erwartungen und testet in Sample, out of Sample, also mit Stichproben, in Stichproben optimieren und in außerhalb der Stichproben einfach validieren. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Und funktioniert das auch wirklich? Erzähle ich euch jetzt einfach einen Schmuh, den ihr mir glauben sollt, oder funktioniert das wirklich? Ich habe euch ein paar Beispiele hier jetzt mal mitgebracht, bei denen das bei mir funktioniert hat. Und ich weiß, dass das funktioniert, eben aus der eigenen Erfahrung. Und hier zum Beispiel, ich hatte, na, kommt das? Ah, jetzt ist es da. Gut. Also ich hatte diesen Backtest, diese Backtest-Kurve war ein bisschen wenig Deals eigentlich, aber trotzdem haben alle andere Faktoren dafür gesprochen, dass das funktionieren wird.
daraus kam hier eine Echtgeldkunde, diese Echtgeldkurve. Ja, also es war ein anderer EA, war Bollinger Ausbruch EA auf dem DAX, aber das ist egal. Grundsätzlich die Vorgehensweise, es geht um die Vorgehensweise, ja, so zu testen, in Sample, out of Sample, mit realistischen Erwartungen, um das Picasso-Problem zu vermeiden. Das hat funktioniert. Das war auch wieder so ein Beispiel. Ich hatte so einen Backtest, das sah ganz gut aus, hat über ein Jahr ungefähr 8% gemacht. Das ist im Rahmen. Hatte out of sample auch gute Ergebnisse. Das zeigt, das seht ihr jetzt hier natürlich nicht, aber hat dann hier diese Echtgeldkurve gebracht. Und ich will ich auch ganz gerne zeigen hier, ne? Also er ist dann kein Garant, dass er funktioniert. Ich musste hier erstmal schwitzen. Ja, habe zum Glück nicht viel verloren. 2% vom Konto. Da musste ich natürlich erstmal schwitzen und habe gedacht, ja, habe ich jetzt wieder ein Picasso-Problem gehabt? Könnte passieren. Aber hat sich zum Glück anders dann ausgegangen und ist jetzt hier gut im Plus, dieses Modell. Genau. Und insgesamt, ich habe zurzeit 6 solcher EAs, solches EA-Setups auf meinem Vollautomaten-Portfolio, auf meinem Echtgeld-Trading-Konto von meiner Firma bei JFD und handel auf diesem Firmenkonto wegen. Vorher hatte ich ein Privatkonto, jetzt auf dem Firmenkonto, eben seit April 21. Und wenn ich habe das indexiert, all diese Ergebnisse auf 1.000 Euro indexiert. Und da wäre eben dieser monatliche Mehrwertindex von diesem EA-Portfolio Vollautomaten. Ja, also nicht irgendwas halbautomatisch. Ich habe auch mein manuelles Handeln habe ich rausgefiltert aus dieser Kurve. Und das ist eben die aktuelle Entwicklung des Portfolios mit rein diesen Vollautomaten. Ja. Die ich nach dieser Methodik entwickelt habe. Also es funktioniert wirklich. Ich kann euch das auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen. Und ihr, ja, glaubt ihr das oder glaubt ihr nicht? Probiert es selber aus. Ja, es ist, insbesondere wenn ihr auf Demokonten arbeitet, macht ihr nichts kaputt, sondern ihr könnt einfach wirklich alles ausprobieren. Probiert es aus, wie es euch passt. Okay? So. Jetzt kommen wir zu euch. Wir sind eigentlich durch mit dem Stoff. Ich komme zu den Fragen. Ich fange mit dem Wolf an. Er fragt, ob ich einen EA habe, der auch, also im Verkauf habe, der auch profitabel funktioniert. Grundsätzlich ja und nein. Also ich habe EAs von der Stange, die verkaufe ich allerdings gerade nicht live. Die sind quasi Pforten geschlossen. Hat den Hintergrund, weil eben viel zu viele Leute haben sich ein EA gekauft von mir und dann gedacht, in den Standardeinstellungen funktioniert alles wunderbar, Gelddruckmaschine, wie auch immer, und sind dann aber damit nicht auf den grünen Zweig gekommen. Deswegen habe ich das ein bisschen geändert und gesagt, so, ich muss mehr Ausbildung machen. Ich muss den Interessenten einfach mehr zeigen, was wirklich hier, wie es wirklich geht. Ja, und das mache ich jetzt heute auch hier mit euch in diesem Webinar. Und genau, und der EA, den ich jetzt hier euch gezeigt habe, den Turtles EA, der wird im Prinzip in den Verkauf gehen, allerdings in ein bisschen anderer Form. Das ist jetzt der Basis EA. Wir werden im Juli, also ab Mittwoch nächste Woche, werden wir den weiterentwickeln in einem weiteren Workshop in Richtung Deluxe EA, weil die Turtles haben noch ein, zwei andere Dinge gehabt. Die haben auch noch Pyramidierung gemacht mit ihren Gewinnpositionen und sie haben auch noch eben das zweite System, das eigentlich das erste ist, das S1-System drin. Das wollen wir auch noch mit einbearbeiten, damit der EA einfach immer besser wird. Und wir haben den auf Mark und Bein untersucht mit vielen, vielen Beispielen. Und ich will euch den jetzt noch nicht verkaufen und gar nichts, aber ich will, dass ihr euch das anschaut. Also was wir jetzt in den letzten 3 Tagen in der After Work AR Challenge gemacht haben, das war wirklich Druckbetankung. Wir haben täglich über eine Stunde dran gearbeitet, diesen EA, den ihr jetzt hier heute gesehen habt, hier wirklich zu optimieren. Und die Challenge ist eigentlich schon rum. Die war gestern zu Ende, aber es gibt eine Bonus-Session. Heute Abend noch, 19 Uhr, ja, also in einer Stunde. Ich hoffe, dass ihr da auch mit teilnehmen könnt. Meldet euch deswegen bitte auf die Challenge an. Das ist komplett kostenlos und ihr kriegt dann auch noch bis Dienstag die Aufzeichnung aller Challenge-Sessions. Ja, bis Dienstag, 5.7. ist noch alles für euch zur Verfügung.
Genau, also meldet euch hier an. Ich schicke euch mal hier den, kann ich den irgendwo hier rein? Kann ich den an alle senden? Ja, hier genau, an alle. Ich schicke euch mal hier den Link. Geht auf diesen Link bitte und meldet euch an. Hier einfach deinen Namen eintragen. Also deinen, jetzt nicht hier zum Beispiel Christoph, deine E-Mail-Adresse eingegeben. Ich zeige es jetzt euch kurz mal. Und dann hier, ja, ich will mit dabei sein. Ist komplett kostenlos, ja. Und ihr kriegt sofortigen Zugang auf alle Aufzeichnungen und eben auf die Bonus-Session heute um 19 Uhr, die auch wieder aufgezeichnet werden wird, falls ihr es nicht schafft. Ne? Meldet euch deswegen da bitte an unter dem Link mindfulfx.de/afterworkea und seid dabei. Nachdem ihr hier auf Ja, ich will mit dabei sein geklickt habt, mit eurer E-Mail-Adresse und mit eurem Namen, kriegt ihr eine Bestätigungs-E-Mail. Die sieht ungefähr so aus. Und da müsst ihr eben noch einen Schritt tun und diese E-Mail-Adresse bestätigen. Ja, also klickt hier auf E-Mail-Adresse bestätigen und dann kommt ihr schon, kommt ihr zu der Facebook-Gruppe, in der, die wir für die Challenge gemacht haben. Die, da kommt ihr hier rein. Da könnt ihr, also ich bitte euch da mit reinzukommen in diese Challenge Facebook-Gruppe. Es sind ein Haufen guter Contents mit drin und natürlich Networking und alles drum und dran. Oh, jetzt, warte mal. Das hätte natürlich nicht passieren sollen. Aber genau, da kriegt ihr dann auch nochmal gleich den Link und so weiter, um 19 Uhr dann mit teilnehmen zu können. Ja, in der Bonus-Session der Challenge. Macht das bitte und seid mit dabei. Ich freue mich auf euch. So, jetzt gehe ich mal nochmal in die Fragen rein und guck, was hier noch da ist. Wo haben wir hier? Das ist ein, da muss ich mal noch dazulernen. Aber das sind so ganz, ist ganz kleine Übersicht nur. So. Achso, war der Christian, nicht? Er hatte die Frage gestellt mit dem EA, der auch im Verkauf, also im EA im Verkauf, der auch profitabel funktioniert. Und da in der Challenge lernt ihr dann, wie ihr an den EA mit Dauerlizenz reinkommt. Also nicht nur als Testversion. Die kriegt ihr übrigens auch, diese Testversion, die ihr jetzt hier gesehen habt bei mir in den Tests. Hier diese Afterwork Challenge Version vom MFX Turtle Basis. Von all diesen Backtests, die wir gemacht haben, kriegt ihr kostenlos diese Testversion, die bis 5.7. bis Dienstag eben lizenziert ist und könnt den über das ganze Wochenende hoffentlich testen, rauf und runter, und dann kriegt ihr Infos, wie ihr an den komplett rankommt mit Dauerlizenz. Ja. Der Johannes schreibt, der Test ist auf H1 gelaufen, nicht auf H2. Ja und nein. Also er ist im, das hier ist auf H1 eingestellt, ist aber quasi irrelevant, wenn hier ein Minute OHLC Modell ausgewählt ist. Deswegen ist das hier im Prinzip irrelevant. Das ist nur die, dann das Chart, das aufgeht. Es geht dann ein H1 Chart auf, aber es wird wirklich mit H2 gerechnet. Jetzt ist hier wieder was anderes eingestellt. Warum, weiß ich nicht. Aber wir hatten ja, könnten wir es hier nochmal, hier kommen wir übrigens an vorherige Rechenergebnisse ran. Das holen wir uns nochmal hier. Genau, hier. Also das zählt. Das ist, was zählt. Und das könnt ihr auch entsprechend im Chart dann nachschauen. Also ihr könnt diesen H1-Chart, der nachher aufgegangen ist, könnt ihr auf H2 umstellen, die Donchians einzeichnen und dann ganz genau sehen, dass das mit dem H2-Chart übereinstimmt. Also das funktioniert auf jeden Fall. Genau. Dann, was haben wir noch? Wenn man einen EA gekauft hat, wo sieht man den Quellcode im MT5? Darüber kann man einen, wo sieht man den, genau, darüber kann man ja schon vor dem Backtest einen Check machen. Der Quellcode wird entweder mitgeliefert oder auch nicht. Ja, das kommt auf den Anbieter an. Und wenn er ihn mitliefert, dann ist es eine MQ5-Datei. .mq5 endet die. Und dann könnt ihr einfach doppelklicken drauf und dann geht der Meta-Editor auf und dann könnt ihr da reingucken. Aber die meisten werden das nicht mitliefern. Wenn ihr bei mir den EA kauft, im Anschluss an die Challenge, ihr kriegt ja den kompletten, übrigens den kompletten Code auch offen mitgeliefert. Genau. Also, das war der Lars. Danke, Lars, für deine Frage.
So, was haben wir noch? Gibt es das Picasso-Problem auch zwischen Depot und Realkonto oder vernachlässigbar? Das kommt auf, also das kann auch vorkommen, genau, kann auch vorkommen. Deswegen auf jeden Fall mal einen Quercheck machen mit gefundenen Einstellungen auf dem Realkonto oder gleich auf dem Realkonto hier den Strategietester verwenden, dann geht das nicht. Aber ich teste immer gerne beides, Demo und Realkonto, weil dann habe ich zwei ähnliche Datensätze. Und wenn beide ungefähr wenn bei beiden ungefähr das Gleiche rauskommt, das kann natürlich ein bisschen abweichen, sollte auch, wird es auch, dann weiß ich, habe ich auch wieder einen Hinweis, okay, das ist wirklich robust, was ich hier gerechnet habe. Ja. Aber grundsätzlich, das Picasso-Problem, Stefan, das hat mit der Vorgehensweise zu tun, zu der wir in Versuchung geraten, und nicht mit dem generell mit Demo oder Realkonto. Deswegen, es passiert auf allen Kontoarten. Kommt keine Bestätigungsmail zur Teilnehmer heute Abend, sagte Andreas. Erstmal danke, dass du dabei sein willst. Das ist super. Die wird noch kommen. Das vielleicht dauert es eine Minute oder so. Okay, aber danke. Und der Stefan sagt, ja, okay, danke. Und dann sind wir durch mit den Fragen. Das war's. Super. Jetzt rufe ich mal in den Moderatorenraum. Ist der Christian da oder ist der Markus da oder bin ich alleine? Hallihallo? Ich scheine alleine zu sein. Auch gut. Dann werde ich jetzt das Webinar schließen. Ich wünsche euch allen ein super Wochenende. Danke, dass ihr dabei wart. Ja, wenn ihr Fragen habt, e-mailt mir an ce@mindfulfx.de und ansonsten kommt bitte zur Challenge unter mindfulfx.de/afterworkea und sucht euch immer einen guten Broker raus. Ja, und ich werde nicht von GFT bezahlt für dieses Webinar und ich werde nicht dafür bezahlt oder angeregt, das zu sagen, sondern ich weiß wirklich aus eigener Erfahrung, aus dem Echtgeldkonto, dass da einfach fair gearbeitet wird. Ja, ich kriege gute Ausführungen, mal negatives Slippage, aber auch oft positives Slippage bei Deals. Und deswegen weiß ich, da wird fair gearbeitet. Bleibt dabei. Macht's gut. Handelt wie Profis. Trade wie Profis, okay? Ihr mögt vielleicht keine Vollzeit-Trader sein, aber verhaltet euch dennoch wie Profis, egal wie klein oder groß euer Trading-Konto ist. Kurz zur Zusammenfassung nochmal, habt realistische Erwartungen an EAs und testet In-Sample und Out-of-Sample, so vermeidet ihr das Picasso-Problem. Alles Gute für euch, allerbeste Trading-Erfolge, bis bald, bis hoffentlich 19 Uhr in der Bonus-Session der Afterwork AR Challenge. Schönes Wochenende, ciao zusammen. JFT, just fair and direct.